Hallo, in diesem Video möchte ich euch einmal zeigen, wie ihr die Logos für eure Tickets bzw. für Bestellbestätigung und dergleichen in eurem Veranstalter hinterlegen könnt. Dazu gehen wir einmal zu Einstellungen, Profil und dann zu Veranstalterlogos. Dort habt ihr die Möglichkeit, zwei Logos zu hinterlegen. Das eine, das Profillogo. Achtet jeweils einfach auf die Größen. Am besten ihr hinterlegt das Bild jeweils mit einem transparenten Hintergrund. Da haben wir einmal das Profillogo und einmal das Report- und Ticket-Logo. Das Report- und Ticket-Logo ist das Entscheidendere dabei, denn dieses wird auf der Bestellbestätigung aufgedruckt, auf den Tickets standardmäßig. Und auch auf Reports ausgegeben und dergleichen. Daher hinterlegt hier ein sauberes Logo, auch hier am besten mit einem transparenten Hintergrund in den Größen, die hier beschrieben sind. Falls ihr dazu noch Fragen habt, dann könnt ihr euch gerne an uns wenden.